Herzlich willkommen, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, was ihr tun könnt, wenn euer Bosch oder Siemens Trockner ständig anzeigt, Behälter leeren, obwohl dieser schon leer ist. Sinnvoll ist es am Anfang natürlich, den Fehlerspeicher auszulesen. In diesem Fall seht ihr den Fehler 03, was bedeutet Behälter voll. Ihr wisst natürlich, euer Behälter ist nicht voll, also kann dieser Fehler nicht stimmen. Als nächstes schraubt ihr am besten die Arbeitsplatte ab, da sind zwei Torx-Schrauben von hinten. Dann löst ihr die von mir gezeigten Schrauben an der Seitenwand. Wichtig wäre dabei die eine versteckte Schraube von unten. Genau diese. Danach könnt ihr die Seitenwand nach hinten abziehen. Seht die Pumpe und den Kontaktgeber, wie viel Wasser in diesem Pumpensumpf steht. Schraubt ihn einfach los, das sind nochmal drei Torx-Schrauben, reinigt diesen kompletten Kanal und reinigt am besten auch gleich die Pumpe mit. Denn diese Verflusung sorgt für diesen Fehler. Sobald dieser Schalter hier unten erkennt, dass noch Wasser steht, denkt er, euer Behälter ist oben gefüllt. Diesen Schalter zu reinigen kann natürlich auch nicht schaden. Wenn ich euch mit dieser Anleitung helfen konnte und euer Trockner jetzt wieder funktioniert, würde ich mich über ein Like freuen oder vielleicht sogar, dass ihr meinen Kanal abonniert. Dankeschön.